Wieso geht... Ach so, das ist... Ah! Merkt euch, wenn ihr jemals Dead Space spielt, drückt niemals, niemals, nie den dummen Umschaltknopf. So, wir haben einen Halbleiter aus Rubin, wir haben einen aus Gold. Wir haben das, wir haben Sucherprojektile. Naja, brauchen wir nicht. Wir haben, ja, das können wir benutzen. Flammenwerfer. Ja, machen wir das. Und... Genau. So ist das schön. So ist das schön. So ist das schön. So, dann können wir nochmal eben zur Werkbank gehen. Bench. Welcome Bench. Anstatt Welcome Back. Hm, die Luft hat bisher immer gut ausgereicht. Hm. Also, damit wir hier rankommen, müssen wir auf jeden Fall... Ach, das ist aber der ganze Sekundärfeuerast. Da ich den auch nicht so wirklich benutze. Kapazität oder Schaden? Ich scheine ihn damit nicht wirklich zu treffen, daher nehme ich erstmal Kapazität. So, noch ein Schluck von Arizona. Er hält den Tag, versaut den Magen. Nein. Arizona schmeckt ganz gut. Ist ja auch mein Name drin. Nee, die haben da echt so ein paar Sorten, die sind recht lecker. Vor allem ist das wirklich mal ausgewogener, weil dort hat man wirklich zum Beispiel das, was ich gerade habe, grüner Tee mit Honig. Man schmeckt den grünen Tee, man schmeckt den Honig, aber keines von beiden ist so wirklich dominant, wie zum Beispiel, was weiß ich, irgendetwas, wo Geschmacksverstärker drin sind und wo das dann wirklich dich anspringt und sagt, hey, ich schmecke, wie schmeck ich? Sag du es mir, ich weiß es nicht, wie schmeck ich? Befindet sich jenseits der Magnetbahn. Ja. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. An Isaac Clarke. Natürlich, darum sind wir hier. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Sonnenanlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Antriebsdüsen. Schieß auf die roten Spitzen. Tschö. Tschö, Raiden. Auf nimmer Wiedersehen. Okay, das explodiert nach Benutzung. Das ist komisch. Free, free like the wind. Was haben wir denn hier alles? Britzelt uns ist das? Nein, obwohl da Danger steht. Welcome to the Danger Zone. So, ja, das kennen wir bereits, das Bild. Und... Ui, da geht's ja richtig runter. Okay. Von dort hinten kommen wir. Da ist der Aufzug, der nicht funktioniert hat. Oder will, oder... Dann geht's mal nach unten. Ist da noch was? Bestimmt ist da noch was. Ui, da geht's ja noch weiter runter. Und da ist so dunkel. Ah. Jemand, der hier stirbt, der dreht sich gleich mehrmals im Grabe. Ah, Ripperklinge halten. Wieso kriege ich immer sowas, was Platz wegnimmt, just nachdem ich einen Store bereits betreten habe? Einen Shop. Anscheinend. Ah. Gut. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Stross? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schall hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit.
Das riecht nach... Ah! What was that? Hat sich das einfach nur aktiviert? Verdammte Scheiße. Erstmal nachschauen, ob wir da unten noch etwas... Da leuchtet was. Energieknoten! Sonst ist hier unten wahrscheinlich nichts. Nicht wirklich. Okay, dann benutzen wir mal den Aufzug. Indem wir wieder nach oben gehen. So, kommen wir so hinein? Die Antwort lautet nein. Oder muss ich dich jetzt sogar extra noch bewegen? Das wäre auch interessant. Nee, aber so anscheinend nicht. Okay, man muss das wahrscheinlich völlig analog betätigen. You are welcome! Kommt mir entgegen. Deinen Schwanz erwischt. Ich hab deinen scheiß Schwanz erwischt. Ach, dann wird so eine Brücke gemacht. Okay, auch cool, cool. Nein, gar nicht cool. Aufzug. Wieder mal. Frame Drops. Wieder mal. Und wenn mich hier jetzt mal nichts besuchen kommt, ha, dann weiß ich auch nicht. Okay. Noch ist es ruhig, aber es bleibt nicht ruhig. Es bleibt nicht. Verdammt! Ich habe mit was anderem gerechnet. Sieht schön aus. Es soll ablenken. Es soll einen beruhigen. Ihr Leute, ihr seid so mies. Ich habe was gehört. Ah, das Geräusch ist cool. Miau. Au. Der echt ein böser Tank. Nein! Was machst du da? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Sind das zwei? Ich habe noch etwas mehr als eine Minute Zeit. Sollte eigentlich reichen. Trotz der Leckparty funktioniert das doch ganz gut. Ich weiß manchmal nicht, ob ich den... Aua! Nein, das ist doch unfair! Wie soll ich denn jeder... Halleluja! Es sind mindestens... Ja! Instant Death? Instant Death! Juhu! 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 Hallo! Planet! Der Kampf war interessant. Nein. Oder? Alles in Ordnung. Bis auf dich. Du bist mysteriös. Nein. Du bist mysteriös. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich gehört, du. Schmutzbuckel. Elendiger. Ja. Okay, stimmt das. Diese Minenscheiße. Habe ich etwas zum Heilen gefunden? Ja. Noch was? Nein, das war's.
Das ist nicht schön. Ja. Na? Okay. So. Und dann ist da unten noch einer. Ein weiteres Schema im Shop und wir haben endlich mal wieder mehr Lebenspunkte. Das ist schön. Ui. Da werden die Lampen durchgeschüttelt. No, not. Hä? Da muss ein mächtiger Unterdruck da gewesen sein. Willkommen in der Solaranlage Sigma 005. Ja, hallo. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Natürlich. Oh nein, kein Bossfight, oder? Keine riesige Monstrosität. Ich warte. Aber es kommt keiner. Hey. Zeig mir den Wächter, Wachmann. Du willst es mir nicht sagen. Huch, huch. So, hier. Das ist er wahrscheinlich. So, ist das ein weiterer Textlog? Tab, um zu lesen. So, das ist er. Howard Phillips. Persönliches Log. Howard Phillips. Persönliches Log. Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte beim Anti... Was? Ach so, beim Lesen muss man können tun. Tun. Ich möchte heim. Anti oder ANTI behauptet, sie hätten keine Antwort auf meine Versetzung. Auf meinen Versetzungsgesuch. Ich habe Geruch gelesen. ANTI behauptet, sie hätten keine Antwort auf meinen Versetzungsgesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Nicht FUNFTI. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort. Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass ANTI behauptet, meine Warenanforderungen autorisiert zu haben. Sie sollten heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nicht glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's Zeit. Vögel. Ach du Kacke. Die schicken jetzt nicht komische Zombies. Oh, ein Hitchcock. Oh. Was? Okay. Sonst machst du nichts. Hitchcock. Ja, okay, wo bist du? Was auch immer die Viecher losschießen, das ist... Das ist ekelhaft. Shopping. Ripperklingen, Energiekanone. Drücke Linkstick für einen kurzen Hochleistungsstrahl aus kinetischer Energie mit hohem Wirkungsbereich. Das hört sich gut an. Drücke Leertaste für eine Energieprojektion mit begrenztem Radius. Aber wir haben gerade so wenig Geld. Verkaufen wir ein paar davon und ein paar davon. Ah, das wird noch gar nicht reichen. Das wird nicht raus. Wofür haben die Strahlenmunition überhaupt? Stase benutze ich eh leider kaum. Und das reicht wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Oder? Nein, noch nicht. Noch nicht.
Ja, wir brauchen relativ viel noch. Scheiße. Versuchen wir das einfach mal. Energiekanönchen. Danke. Und ich werde das Teil erst testen. So. 5 Schuss. Wir haben motherfucking 5 Schuss. So. Ich werde eben speichern. Warum? Scheiße. Das ist nicht nett. Darf ich den speichern? Gut. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie ein Kampf oder so und hätte ich gerade nicht gebrauchen können, weil ich würde gerade gerne eine kurze Pause machen und dann geht's gleich auch schon wieder weiter. Mein Kopf dröhnt gerade ein bisschen und ich brauche mal kurz 5 Minuten Ruhe oder so. Dann geht's hier direkt wieder weiter und mal schauen, ob diese Vögel, die unser Howard Phillips zugestanden bekommen hatte, die ihm genehmigt wurden, uns töten werden. Bis gleich. Bis denne. Das weiß ich. Bis gleich.